Die US-Börse, die ist heute nicht aktiv, so kann man es wahrscheinlich formulieren, denn heute ist Feiertag, Labor Day in Amerika und deshalb der Markt sehr harmlos aufgestellt. Wenn wir auf den DAX mal schauen, gleich zu Beginn, dann sehen wir, na, wenigstens ist der Wochenanstieg oder der Wochenanfang, der Wocheneinstieg nicht so schlecht, wie die alte Woche aufgehört hat. Wir hatten ja schon ein bisschen einen Aufwärtsgap und heute im Laufe des Tages schleppt sich der Deutsche Leitindex hier leicht nach oben, also gar nicht so ein ganz doofes Bild, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Zum DAX kann man sicherlich noch mehr sagen, das werde ich bestimmt in einem etwas umfangreicheren Video dann nochmal bringen, denn ich habe einige Fragen dazu bekommen, wie sind denn die Parallelen, das wollen wir dann nochmal aufgreifen, aber wollen wir im Moment hier das bei belassen, denn Amerika bietet im kürzeren Bild jetzt hier eben nicht wirklich einen Schub. Und die deutschen Marktteilnehmer, die halten sich da entsprechend raus. Also wir sehen, das ist das, was der Future heute, also ohne jede Börsenaktivität, bisher zustande gebracht hat. Das ist noch nicht wirklich der Burner. Also nach dem Stand, ich suche mal den Einstieg, hier war der Wechsel vor dem Wochenende, nach dem Wochenende hier ungefähr und seitdem wackelt das hier beim Dow Jones. Future beispielsweise jetzt hier eigentlich nur so zur Seite. Da ist dann nicht wirklich viel Impulsivität aus Amerika zu erwarten und dementsprechend dann auch nicht wirklich etwas, was wir hier mit einpflegen können. Vielleicht nicht ganz uninteressant ist das, was wir beim Euro sehen. Deshalb hatte ich das eben schon mal hingestellt hier oder vorbereitet hier. Also wir sehen, dass wir die Aufwärtsbewegung haben. Hier hinten eine relativ langweilige Geschichte. Der Markt eben nicht mehr so wirklich mit dem Vortrieb. Und das wiederum könnte nicht nur das Ende der Aufwärtsbewegung, sondern das Schöne ist in die andere Richtung sein. Einen ersten Eindruck, wie das aussehen kann, das sehen wir ja hier schon mal im 4-Stunden-Chart. Da sehen wir eine deutliche Abwärtsbewegung. Viel besser als diese ABC-Kiste, die wir hier vorne haben oder dieses Hin- und Hergewackel da. Das ist schon eigentlich eine relativ zügige Geschichte. Ich will das noch nicht überglorifizieren, aber hätte zumindest mal die gewisse Chance, dass sich daraufhin jetzt hier irgendwie was Korrektives entsprechend zeigt. Anschließend die Abwärtsrichtung eine Nummer größer noch mal eben weitergeht und wir damit dann vielleicht tatsächlich in diese Zone dann noch mal reinkommen, sodass wir sagen können, ah, dieser Aufwärtsarm ist fertig, es kommt die nächste Korrektur und danach hätten wir ja auch wieder Platz, Lust und Laune und wären im eigentlichen Drive für eine nächste Aufwärtsbewegung, wenn dann hier tatsächlich ein Boden gefunden wird. Da spricht einiges dafür, aber das ist natürlich an dieser Zeit jetzt noch viel zu früh davon zu reden. Also, die Erwartungen wären durchaus gegeben, dass der Markt, wenn das so ausläuft, hier eine Chance hier nach unten hat. Im kurzfristigen lässt sich das allerdings noch nicht wirklich erkennen. Im kurzfristigen 15-Minuten-Chart sehen wir es eigentlich eher umgekehrt, eine deutliche Aufwärtsbewegung und dann irgendwie sowas. Das wäre eigentlich schon ein Trade des Tages wert, aber bei dem Volumen, das wir heute haben, möchte ich auf dieser kleinen, kurzen Zeitebene bei den Marktteilnehmern, die jetzt alle nicht da sind, wir dürfen ja nicht vergessen, nicht nur die Amerikaner sind jetzt nicht da, viele europäische oder aus anderen Ländern und Regionen, viele Marktteilnehmer sagen, ja, wenn die Amerikaner nicht da sind, dann wollen wir ja auch nicht unfair sein und hier Party machen, also machen wir alle ein bisschen ruhiger an der Börse und dementsprechend ist heute das Ganze sicherlich viel erratischer, also viel zufälliger im Kleinteiligen. Deshalb ist das hier im Moment noch nicht, also ist eine wunderbare Idee, aber nicht etwas, was ich hier jetzt offiziell vorstellen möchte mit den Ein- und Ausstiegsmarken. Da sind wir jetzt auch zurückhaltend und gucken uns das einfach mal an. Das allerdings würde durchaus nochmal eine nächste Aufwärtsbewegung, das kann sogar eine etwas umfangreichere hier noch werden. Also hier hätten wir durchaus so ein bisschen Potenzial, hier wieder nach oben zu kommen. Das allerdings vielleicht eine, je nachdem wie komplex, nichts anderes als das, was wir hier haben. Also diese Korrekturbewegung, die dann umgekehrt wieder auf der Abwärtsseite dann irgendwann getriggert werden kann. Zumindest mal wäre das durchaus nicht untypisch. Das sind so die Erwartungshaltungen. Allerdings ist auch vieles im Moment nicht ganz so einfach, jetzt an einem Feiertag darüber zu reden. Ich möchte dann schon sehen, dass der Markt auch wirklich guten Willens ist, das Ganze umzusetzen. Aber für all diejenigen, die jetzt hier das noch miterlebt haben und gesagt haben, was wir hier seit dem Corona-Tief, ich nenne es mal so, im März hatten, ist der Markt hier so stark nach oben gegangen. Touché, super, wunderbar. Aber eben sowas hier, diese Endsituation, die ist eigentlich ein Klassiker und spricht Bände dafür, dass der Markt nicht mehr so richtig will. Und genau das werden wir angucken. So habe ich den perfekten Bogen geschlagen. Bei der DAX-Überlegung, nämlich historisch, habe ich da ein tolles Beispiel und ein aktuelles Beispiel, worüber wir durchaus reden sollten.
Und das werde ich allerdings in einem etwas umfangreicheren Beitrag dann machen. Also freut euch drauf und jetzt euch erstmal alles Gute und toi 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 an den Märkten.